Herzlich willkommen zu einem relativ neuen Video, denn Update 1.11.1 ist rausgekommen. Bei mir leider etwas verspätet auf dem Kanal und ja, das gehen wir gleich durch. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem gestrigen Livestream. Die Fritzbox bzw. unser WLAN-Router scheint sich einfach mal von selbst neu gestartet zu haben. Keine Ahnung, warum es so gewesen ist. Jedenfalls konnte ich danach den Livestream aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht an der Stelle weiterführen, sondern hätte den Livestream neu starten müssen. Das wollte ich nicht machen. Von daher hoffe ich, dass ihr dafür Verständnis habt, weil es war wie gesagt nicht geplant, dass gestern sich die Fritzbox bzw. der WLAN-Router einfach neu startet. Von daher bitte ich da um Verständnis. Jedenfalls wird es nicht der letzte Livestream gewesen sein. Aber schauen wir mal, was das neue Update uns so bietet, denn das Jägerlager, einige Sneak Peeks wurden ja in letzter Zeit schon gegeben, das Jägerlager ruft um Hilfe. Ein Jäger ist verschwunden und es soll eine Rettungsaktion gestartet werden. Sie brauchen einen tapferen, strahlenden Hund, der eine Zombie-Horde zerstreuen und zu verschwundenen Jäger finden kann. Die Beschreibung passt auf Sie. Also, wahrscheinlich braucht man noch einen Hund mit einer speziellen Fähigkeit. Halt noch so ein kleiner Krimskrams, man kann ab Level 10 teilnehmen. Die neue Waffe, die Mini-Uzi, wurde hinzugefügt. Bekämpfen Sie die Zombies im Gangster-Stil. Eine schnellfeuernde kleine Mini-Uzi steht jetzt in Ihrem Arsenal zur Verfügung. Modifikationen machen Sie nur noch tödlicher. Also neue Waffe mit neuen Mods. Geschenke von Ralf. Geschenke machen sich jetzt... Was? Geschenke machen ist noch cooler, als welche zu erhalten. Die gute Seele Ralf spielt dieses Jahr den Weihnachtsmann. Sie sollten ihn besser beim Schneerennbahn-Event besuchen. Keine Kohle im Strumpf, sie waren dieses Jahr nett. Ja gut, also wahrscheinlich gibt es jetzt Geschenke von Ralf. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt jedes Mal ist oder nur zu Heiligabend. Schauen wir nachher mal nach. Und Zerstörung von Wänden. Man kann jetzt auch bei den Wänden, wenn man sie zerstört, zusätzlich wieder ein paar Ressourcen zurückbekommen. Und die Motorradskins wurden auch nochmal bearbeitet. Also eigentlich ein relativ gutes Update, muss ich sagen. Es klingt fürs Erste gut. Aber nur weil es gut klingt, heißt es nicht, es ist gut. Deswegen schauen wir mal, dass wir jetzt hier auch bald reinkommen. Und dann schauen wir mal, was sich so geändert hat. Was wir jetzt auch gerade lesen konnten und vor allem auch das neue Event. Ja, ihr seht, es hat sich nichts geändert. Ich war ja gestern noch im Bunker. Da können wir jetzt eigentlich das Zeug nochmal schnell reinbringen. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der Karte, denn ich lade erstmal das ganze Zeug noch im Bunker ab und das will ich euch jetzt nicht noch antun. So, wir sind wieder auf der Karte. Das Event, was ich gestern machen wollte, ist jetzt auch da und das Jägerdorf ist jetzt auch mit gedroppt. Aus dem Wald ist Hundegebell zu hören. Am besten wäre es, da mal nachzuschauen. Werden wir sofort machen und die Schneerennbahn auch. Also drei schöne Events heute hier. Wir gehen die gleich alle nacheinander durch. Aber zuerst gehen wir nochmal nach Hause. Ich räume das Zeug schnell aus, rüste mich aus und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Karte. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Lager des Jägers. Also das Jägerlager oder Jägercamp. Ich hatte es gerade eben schon mal gespielt. Da hat es nicht aufgenommen, warum auch immer. Deswegen erzähle ich jetzt nochmal kurz das Grundprinzip. Hier gibt es so verschiedene Stationen bzw. Bereiche, wo der Hund reingehen kann. Und warum auch immer man jetzt hier... Egal, jedenfalls gibt es hier so relativ viele Steingebiete. Und hier läuft, beziehungsweise ist einer gefangen, das ist der Michael, der hat noch zwei Leben. Und der braucht der braucht einen Verbandkasten, damit er wieder heil ist. Und da müsst ihr dann hier hinten langlaufen, den beschützen, zum Jägercamp hier vorne bringen. Und dann bekommt ihr da eine Belohnung, sprich zwei Welpen, das könnt ihr hier auch sehen. Und der Loot, der hier ist, das bekommt man hier alles. Der Hund, der hier mit euch mitläuft, den habt ihr im Prinzip jetzt auch ausgeliehen bekommen. Und das ist dann so dieser Loot, den man hier beim Jägercamp bekommen kann. Ich muss sagen, sehr gutes Event, hat Spaß gemacht, das zu spielen. Wenn es nochmal kommt, also wenn die Zeit abgelaufen ist und es nochmal kommt, werde ich es definitiv nochmal spielen. Und ja, dann sehen wir uns jetzt beim Diskettenwald. Und ja, okay. Bis gleich. So, wenn wir Glück haben, ist es eine infizierte Kiste. Jetzt fragen sich einige von euch, warum Glück haben.
weil die infizierte Kiste mir mal wieder ein paar Lagerplätze bietet, sprich, wenn man die in den... Kleinen Moment. Wenn man die in den... in das Säurebad packt, dann ist dann dort ja die Kiste übrig. Und solange man da einen Gegenstand nicht rausnimmt, kann man da drin auch verschiedene Sachen lagern. Deswegen wäre eine infizierte Kiste jetzt nicht schlecht. Das bietet mir dann wieder ein paar Lagerplätze. Und es ist keine infizierte Kiste, auch nicht so schlimm. Hauptsache C4. Dann schauen wir mal nach, was wir jetzt hier bekommen werden. Und vielleicht ist auch noch eine Müllkur drin. Das wäre wirklich sehr geil. Und ha, geile Kiste. Da ist tatsächlich eine VSS, eine M16 und eine Müllkur. Also das ist eine geile Kiste. Vielen Dank, Käfchen. Ja, C4 nehmen wir noch mit. Ich tausche jetzt einfach mal hier ein bisschen was aus. Und dann sehen wir uns gleich in meiner Basis wieder. Bis gleich. So, das ist so der Loot aus dem Diskettenwald. Also zumindest nur die paar Dinge hier. Den Rest habe ich ja gerade aus dem Jägercamp geholt. Und dann kehre ich mal schnell zu meiner Basis zurück. Sehen wir uns gleich. So, wir sind in meiner Basis angekommen. Ich fahre mal schnell noch meinen Chopper weiter nach vorne. Weil sonst muss ich ständig zu dem dann hinlaufen, um den Loot rauszuholen. Aber ihr seht, Plünderer schließen wir noch schnell ab. Das liegt übrigens derzeit unter meinem Christmas Tree. Nicht so der gute Stuff dieses Jahr, leider. Aber wir schauen mal, was es dann Schönes zu Weihnachten gibt. Übrigens, wenn es ein paar gute Angebote gibt, dann werde ich mir die auch kaufen. Dann wird es wahrscheinlich noch ein Chest-Opening-Video geben. Und nicht wahrscheinlich, denn es wird sehr, 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 sehr sicher so kommen. Denn zu Weihnachten vermute ich auf jeden Fall, dass da neue Angebote kommen werden. So, ich werde jetzt nochmal schnell pausieren, das Zeug ausräumen, mich für den Raid-Start klar machen und dann sehen wir uns gleich auf der Karte bis dahin. So, ich habe mich jetzt mal für den Raid ausgerüstet und es ist schon wieder eine Player-Basis. Was auch sonst? Ja, wie ich schon oft erzählt habe, Player-Basen kann man nicht viel erwarten, entweder Hacker oder sehr schlechter Spieler. So ein Mittelding, so mit richtig geilem Loot, aber schwer halt ranzukommen, gibt es gar nicht mehr. Zumindest habe ich so das Gefühl. Die Raids sind zurzeit wirklich sehr, 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 sehr schlecht, muss ich sagen. Aber, ja, er hat mal wieder nicht den Chopper, warum auch? Ist ja nicht so, als würde der Gastank jetzt in jeder Kiste fast drin sein. Naja, abwarten, was der Raid so bringt. Wir haben hier oben noch einen Hundezwinger. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt gleich passieren wird. Okay, erstes. Ich glaube, ich habe den schon mal geradet. Ich glaube, da mache ich mal kurz einen Cut rein. So. Na dann. Wollen wir mal schauen, was uns Player 6856 bieten wird. Und setzen jetzt mal das C4 hier unten hin. Und hoffen mal auf irgendwas Gutes. Sehr schön. Ich glaube, wir haben seinen Raum mit Loot gefunden. Und es kommt auf jeden Fall erstmal eine Menge an. Beißer. Aber zum Glück habe ich ja meine voll modifizierte VSS, die wird das schon regeln. Für diejenigen, die es interessiert, auf meiner VSS ist das Doppelmagazin drauf, das Visier mit der achtfachen Vergrößerung, taktischer Schaft und Adpial. Das habe ich von der Polizeistation bekommen, aus der lilanen Kiste bzw. aus der Kiste von der Karte des Inspektors.
gibt es auch ein Video dazu auf meinem Kanal für PDS. Zufällig interessiert? Okay, da können wir jetzt eigentlich uns die Eisenbeile hier sparen. Naja. Dann schauen wir mal. Sehr schön. Sehr schön. Können wir gleich mitnehmen. Hier ist wieder nichts Besonderes drin. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Ausrüsten. Wunderbar. Oh, hier haben wir noch ein paar Tickets. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Gerade für die Anfänger. Tickets sind immer ein Weg zu sehr gutem Loot oder sagen wir fast gutem Loot, denn sehr gut ist es ja nicht unbedingt immer. Aber für die Anfänger sind Tickets schon eine sehr gute Quelle, um an Loot zu kommen und auch Level aufzusteigen und das relativ zügig. Weil Waffen und alles bekommt man ja regelmäßig aus Ticketkisten. Und deswegen kann man sich das eigentlich erschließen. So, wir haben hier 3 rote Tickets. Weißt du noch nicht, ob ich die mitnehme? Ich werde jetzt erstmal... Nachschub für nächstes Jahr. Die anderen beiden Stack-Tickets werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Stahl, wunderbar. So, hier haben wir noch Gummiteile. Also da ist der Raid dann doch schon gut ausgefallen, muss ich sagen. So. Sehr schön, das ist doch gut ausgefallen. So, die letzte Kiste. Oh. Muah, danke. Danke. Darauf warte ich so lange. Boah. Geiler Raid. Geiler Raid. Vielen, vielen Dank. Oh, endlich. Jetzt kann ich nämlich mal meinen Hundezwinger. Oh mein Gott. Das heißt, es gibt jetzt demnächst wahrscheinlich wieder ein Welpen-Opening. Oh mein Gott, wie geil ist das denn jetzt? Ja, jetzt bin ich am Überlegen, die Sunny-Kisten auszutauschen. Ich weiß nicht, wohin die in meiner Basis sollen. Es ist alles voll. Jetzt ist die Frage, durch was würde ich es denn austauschen? Und da steht hier nicht gerade sehr viel zur Auswahl. Außer Gummiteile. Und das ist mir ehrlich gesagt zu schade. Aber sehr, sehr schön. Geiler Raid. Da hat sich das eine C4 auf jeden Fall gelohnt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Geht immerhin jetzt schon 13 Minuten. Sollte was übers Jägercamp sein, über das allgemeine Update 1.11.1, über das Schneemobilrennen und jetzt halt noch der Raid und die Diskette. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder vielleicht Livestream. Ich muss schauen, wie ich das Ganze schiebe oder dann halt auch plane. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.